Hallo, ich bin Henrik Feldwehr und ich gehöre zum Team Speedo. Schwimmen gelernt habe ich als Kind in Bremerhaven in Schwimmkursen. Mich motivieren die Saisonhöhepunkte im Sommer und die Chance, in Rio dabei sein zu können. Mein emotionalstes Erlebnis war meine erste internationale Meisterschaft in Rom, die Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2012 in London. Ja, London war ein Riesenerlebnis. Also auch abgesehen vom sportlichen Teil gab es viel zu gucken, viel zu erleben. Das war ein echtes Erlebnis. Vor dem Rennen mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Ich bin eigentlich mit meinem Rennen beschäftigt, aber versuche da möglichst entspannt ranzugehen und mir nicht allzu viele Gedanken über alle möglichen Sachen zu machen, sondern freue mich in der Regel, wenn es dann endlich losgeht. Meine Schwester ist früher auch geschwommen und verfolgt immer noch haargenau, was ich mache. Und zu den Saison-Highlights kommt eigentlich auch immer meine ganze Familie, um mich anzufeuern und zu unterstützen. Auf meinem Handy habe ich eine Wettkampf-Playlist, auf der ist alles bunt gemischt, möglichst laut oder mit viel Bass, die ich dann teilweise vor dem Start höre. Das ist aber kein besonderes Ritual. Ich höre das dann, wenn ich gerade Lust habe, oder wenn ich keine Lust habe, höre ich es halt auch nicht. Ich laufe nicht mit Kopfhörern zum Start oder so. Entweder, wenn ich alleine im Bus sitze, dann höre ich da Musik. Wenn ich neben jemandem sitze, höre ich halt keine Musik. Wenn ich gerade der Meinung bin, ich muss jetzt auf dem Weg in die Umkleide Musik hören, dann höre ich da und sonst halt auch nicht. Mein Lieblingsessen sind Steaks vom Grill. Bei der WM in Shanghai habe ich über eine Woche ein riesen Nachtischbuffet mit Kuchen gesehen und hatte mir vorgenommen, sobald ich fertig bin, ernähre ich mich wirklich nur noch davon.